Wir sind heute unterwegs zum Thema Libyen. Al-Gaddafi klammert sich an seine Macht. Wir wollen wissen, was die Berliner Bevölkerung dazu zu sagen hat, ob die EU und die USA eingreifen sollten oder einfach nur zugucken, wie sie es bisher tun. Ja, hallo, schönen guten Tag. Danke. Guten Tag, Situation Libyen, Al-Gaddafi. Die Situation momentan in Libyen. Gaddafi klammert sich an die Macht. Was sagen Sie dazu? Deine Meinung ist gefragt jetzt. Was ich dazu sage, hoffentlich ist er bald weg. Das hoffen wir alle. Was könnten wir Ihrer Meinung nach dafür tun? Gar nichts. Die Leute nur unterstützen, wenn sie demonstrieren. Aber ansonsten, was können wir denn tun? Also was würden Sie der EU oder der USA konkret mal vorschlagen, da einzugreifen? Oder? Ach Quatsch, die Amerikaner sollen mal die Finger rauslassen. Die haben doch viel zu viel die Finger drin überall. Ne? Schon in Ordnung. Finde ich sehr gut. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Ja, ich habe mich nicht in diese Materie eingearbeitet. Man hört es ja aber überall. Ja. Natürlich hört man es überall, aber was soll man sagen? Verletzt die Menschenrechte, tötet viele Menschen, rum weg mit ihm, was soll man denn dazu noch sagen? Ich finde es sehr schwierig irgendwie, weil die eine ganz andere Kultur haben und das ganze System auf was ganz anderem aufbaut als hier. Also deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt mit unserer westlichen Vorstellung von einer Demokratie oder so da so weit kommt. Also ich glaube, dass man halt eher einfach, was jetzt schon gemacht wurde, das Vermögen einfach einfriert von den jeweiligen Diktatoren da. Alles, was Diktatur ist, kann nicht funktionieren. Jedenfalls nicht mehr in den heutigen Zeiten, wo die anderen sehen, dass es geht mit einer Demokratie. Ne? Und ich finde es gut, dass die Völker aufstehen. Finde ich gut. Ja, was man so machen kann, um zu helfen, ist sicher einfach weiterhin aus den Ländern berichten. Wir selbst persönlich können nichts weitermachen. Wir können bloß zugucken. Aber also aktiv können wir nicht eingreifen? Ich denke nicht. Wie wollen sie das machen? Wir können ja da nur schlecht hinfahren und sagen, hier, wir können Hilfsgüter hinschicken. Ja, okay. Ne? Aber das muss alles über die große Politik, über Finanzierung und alles Mögliche laufen. Also ich glaube, die Leute da müssen das jetzt erstmal irgendwo selbst probieren, bis einigermaßen eine Struktur da ist, dass man halt gezielt Hilfe hinschicken kann. Und wenn ich dann sehe, dass der Gaddafi wie viele Milliarden, 56 Milliarden auf allen möglichen Konten so ungefähr. Das ist dann Unding. Wie kann ein Mensch alleine so viel Geld haben und dem Volk, die haben nicht mal vier Bewässerungsgräben oder so. Also nee. Al-Gaddafi hat seinem Volk den Krieg erklärt. Ausnahmezustand, was sagst du zu der Situation? Arschloch. Zur Debatte steht ja auch der Vorschlag, dass man vielleicht die Flüchtlinge in Deutschland aufnimmt. Deine Meinung? Ja, bin ich dabei. Ich brauche keinen Wohlstand. Kann ich den noch geben? Asylgewerbe, also quasi, dass wir die Flüchtlinge aufnehmen. Auf jeden Fall. Also ich würde, wenn es so weitergeht, auch irgendwie Leute von der Bundeswehr oder irgendwie der UNO, was weiß ich, dahin schicken, um die zu unterstützen, weil, naja, das geht halt nicht so. Das war unsere Straßenumfrage zum Thema Libyen. Wir haben sehr interessante Meinungen gehört, einige haben sich auch enthalten. Wir sind sehr gespannt, wie die Situation sich in Libyen weiterentwickeln wird. In diesem Sinne, du hast die Macht.